Wer in einer Stadt lebt oder täglich dorthin pendeln muss, der weiß, die Straße ist zur Kampfzone geworden. Autofahrer, Lkw gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger und das auf engstem Raum. Wie kann man das ändern? Innenstädte, Ortskerne autofrei machen? Was aber sagen dann die Anwohner oder die Einzelhändler? Ein Dilemma. Nicht nur in Großstädten wie Hamburg. Seit Monaten ein Streitthema. Autos in der Innenstadt von Itzehoe. Machen Sie das regelmäßig? Ja, wenn ich hier durchgehe und die stehen da, mache ich das regelmäßig. Aber mein Block, ja, ich muss mal wieder einen haben. Aber gut. Glauben Sie, dass das was bringt? Also, ich hoffe. Aber wir haben das schon jetzt bemerkt. Es ist diese Woche schon weniger, dass sie so wild parken. Für die Innenstadt? Mir ist das egal. Aber wenn Sie weiterleben sollen, gucken Sie sich diesen Laden da an. Warum lebt der nicht? Denken Sie mal drüber nach, wie viele Arbeitsplätze da verloren gehen. Ne? Und viel schlimmer ist, wenn hier jemand sein Auto mal lässt für 5 Minuten, der einkauft, dann wird er gesteinigt. Jetzt dürfen Sie hier ja eigentlich auch nicht stehen, oder? Ich darf eben was reinbringen. Mehr mache ich ja nicht. Ne? Okay. Und das Lebensrisiko wissen Sie auch. Was hier aussieht wie eine Fußgängerzone, ist gar keine. In vielen Straßen dürfen Autos fahren. Das will eine Bürgerinitiative jetzt ändern. Es wird sich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Es wird geparkt, wo man will. Es wird ein- und ausgestiegen. Es ist ein Promeniergehabe. Es ist eine Konfliktsituation aller Verkehrsteilnehmer. Früher war die Itzehoer Innenstadt eine autofreie Fußgängerzone. Seit 2015 dürfen hier in vielen Straßen wieder Autos fahren. Wenn auch nur im Schritttempo. Für Ludolf Westphal ist das trotzdem eine Einschränkung. Der 67-Jährige ist blind und lebt sein ganzes Leben in dieser Straße. Das Problem ist, dass man ja nicht nur auf der mittleren Fahrbahn gefährdet ist, sondern dass also auch durch das Ausweichen der Kraftfahrzeuge um diese Poller herum, um die Berliner Kissen herum, auf den Seitenstreifen, also die Gefährdung eigentlich noch gestiegen ist. Ich habe das gehabt, ich kam bei mir aus dem Haus raus, da ist also jemand direkt bei mir an der Hauswand lang gefahren. Doch es geht der Bürgerinitiative nicht nur um die Unfallgefahr. Sie will die Innenstadt schöner machen, indem sie die Autos verbannt. Es sieht ja heute so aus, dass kein Mensch mehr in eine Fußgängerzone fährt, um 2 Kisten Bier und 4 Kisten Waschpulver zu kaufen, die er mit dem Auto wegfahren muss, sondern man möchte ein bisschen flanieren, ein bisschen sehen und gesehen werden, hier ein Kaffee, da eine Eiskugel und ein bisschen Leute treffen. Das gehört auch zu einem Stück Verkehrswende. Ich muss nicht zu jedem Brötchen mit dem Auto fahren. Einige von ihnen arbeiten hier im Einzelhandel. Sie sind überzeugt, auch ihre Kunden würden profitieren. Unsere Kunden wollen keine Autos in der Fußgängerzone. Unsere Kunden fühlen sich von Autos bedrängt, gefährdet. Sie fühlen sich unfrei. Sie finden die Autos in der Fußgängerzone unerträglich. Nur 2 Straßen weiter, in der Reinigung von Şenol Güneş. Auch aus seiner Straße könnten Autos bald verbannt werden. Dabei braucht er die Parkplätze vor seinem Geschäft, sagt er. Wir haben hier Kundschaft, eigentlich mehr so ältere oder mittelalte Kunden. Und dass da hier Autos auch anhalten können, die ältere Leute, die nicht lange fahren können, nicht lange gehen können, dann fahren sie eben ran und fahren dann wieder weg. Er hat seinen Laden extra hier eröffnet, weil seine Kunden die Wäsche bequem mit dem Auto abgeben können. Eine autofreie Innenstadt wäre für ihn eine Katastrophe. Dann heißt das für uns natürlich weniger Umsatz vielleicht, weil der Kunde dann weniger kommt. Und das ist dann natürlich nicht so gut für unser Geschäft, gerade für mein, wo wir jetzt überhaupt jetzt anfangen, Geld zu verdienen vielleicht langsam. Şenol Güneş ist nicht der einzige Geschäftsmann, der Umsatzeinbußen fürchtet, falls hier keine Autos mehr fahren dürfen. Erst seitdem diese Straße wieder für Autos frei ist,
hätten sich neue Geschäfte angesiedelt. Erzählen Sie. Was wir alle wollen, das ist, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass wir eine belebte Innenstadt haben. Und eine Stadt mit 30.000 Einwohnern kann nicht nur von den Fußgängern leben, sondern Voraussetzung ist, dass sich alle an die Regeln halten, was den Autoverkehr betrifft. Und dann brauchen wir halt Autos, um die Straße zu beleben, dass man wirklich die Geschäfte sich präsentieren können, dass der Autofahrer von auswärts eventuell dann das attraktive Geschäft sieht. Wem gehört die Straße? Schon in einer Kleinstadt wie Itzehoe gibt es darüber Streit. In der Großstadt ist längst ein Kampf daraus geworden. Busse, Fahrräder, Autos haben immer weniger Platz. Und dazwischen auch noch zweite Reihe Parker. Das Ordnungsamt Berlin-Kreuzberg versucht, das Chaos wenigstens ein bisschen einzudämmen. Das Problem ist hier, dass es täglich so aussieht. Ja, ich meine, hier fährt der ÖPNV. Der wird behindert, der kann nicht ranfahren, weil teilweise stehen die Fahrzeuge bis vorne zur Kreuzung. Falschparken kostet meist nur 10 bis 30 Euro. Und obwohl hier gerade ein anderes Auto abgeschleppt wird, parken schon wieder die nächsten falsch. Fahrräder und U-Bahn, Bus fahren wir nicht. Warum denn nicht? Es ist für uns unangenehm. Parkt ihr ja sozusagen auch gerade falsch? Falschparken ist so egal. 25 Euro, 30 Euro Strafe ist noch nicht viel, Janne, aber sagen wir mal jetzt, wir stehen hier falsch. Wir wollen doch jetzt essen gehen. Extra eine ganze Runde machen, damit ich einen richtigen Parkplatz gehe, um hier reinzugehen. Ja. Also 35 Euro reicht nicht als Strafe. Nein, das ist nichts, nein. Man hätte es irgendwie ahnen können. Gerade 10 Minuten nach dem Interview findet das Ordnungsamt den Smart. Was kostet mich jetzt dieser Spaß? Was kostet der Spaß jetzt, weil Sie das Auto abgeschleppt haben? Kann ich jetzt zahlen? Das kannst du doch 1000 Mal die Antwort machen. Etwa 250 Euro müssen die beiden zahlen. Und 6 andere auch. Doch an der Überfüllung in der Stadt wird das nichts ändern. Hier in Hamburg versucht man es deshalb mit drastischeren Maßnahmen. Im Stadtteil Ottensen haben die Grünen 46% bekommen. Mit der CDU, der SPD und der Linken haben sie die autofreie Zone eingeführt. Die gilt seit dem 1. September. Und eine grüne Utopie wurde Realität. Das ist ein großartiger Tag, festzustellen, dass das, was wir hier umgesetzt haben, alle miteinander im Bezirk, die Bezirkspolitik doch auf so große positive Resonanz stößt, alle gute Laune haben und sich von dem etwas schlechten Wetter nicht davon abhalten lassen, hier diesen Raum für sich zurückzuerobern. Das Autoverbot in Ottensen gilt zwischen 11 und 23 Uhr. Erst einmal probeweise. Am Rande auch verhaltene Töne. Von einer, die auf das Auto angewiesen ist, weil sie, wie 70% der Deutschen, im Umland und Kleinstädten wohnt. Ich finde es irre, wenn ich eigentlich ein Auto finanzieren muss und dann immer noch teure Bahnfahrkarten kaufe. Das ist irgendwie für normale Familien, für normale Einkommen einfach zu teuer. Es kann nicht sein, dass wenn man irgendwie weiter außerhalb wohnt, dass sozusagen die Mobilität dann irgendwie so teuer wird, dass man sie nicht mehr wuppen kann. Das Projekt Autofrei zeigt, ein gutes Ziel bedeutet nicht immer gute Lösungen für alle. Ob die Itzehoer Innenstadt wieder komplett autofrei wird, muss jetzt die Ratsversammlung entscheiden, voraussichtlich im November. Ja, und es zeigt sich immer wieder, wenn man Autos raus aus der Innenstadt fordert, braucht man eine gute, zuverlässige und günstige Alternative. Wir sind eins. ARD.